Herzlich willkommen zu OMGG, Oh My God Gaming. Wir probieren hier heute mal was ganz Neues. Wir schauen mal, wie Gaming und Glaube irgendwie zusammenpassen. Was wollen wir machen? Wir starten mit Assassin's Creed 2 als Einsteiger. Unser Hauptteil wird aber Assassin's Creed Brotherhood sein. Wir werden nachher noch mehr dazu sagen. Aber wer sind wir eigentlich? Ich bin Miri, ich bin Pädagogin und leidenschaftliche Gamerin. Ich bin die Moni, ich bin Theologin und ich habe so gar keine Ahnung von Gaming. Aber ich habe im Studium gelernt, dass ich zu allem meinen Senf zugeben kann und das werde ich diesmal auch tun. Und vielleicht kommt da was Gutes raus. Ich habe Bock drauf. Ich auch und wir schauen einfach mal, was passiert und wie Kirche in Assassin's Creed auftaucht und tätig sein wird. Viel Spaß! Wir starten. Du startest. Ich starte, ja. Ab in den Story-Modus. So. Hier unser schicker Hauptcharakter, Ezio Auditore. Für diejenigen von euch, die Assassin's Creed nicht kennen, Ezio Auditore ist derjenige, mit dem wir durch das Spiel gehen. Und er ist Assassine und wurde deshalb zum Assassinen, weil seine Familie in Hinterhalt geraten ist und sein Vater und seine zwei Brüder ermordet wurden. Und er dann festgestellt hat, dass ein Komplott dahinter steckt und beschlossen hat, die Verantwortlichen für dieses Komplott zu jagen. Genau, so viel mal, wenn ihr die gesamte Geschichte von Assassin's Creed 2 sehen wollt, sucht euch einfach auf YouTube ein Let's Play, da gibt es super viele von. Genau. Wir haben uns nur dazu entschieden, jetzt am Schluss davon, also von Assassin's Creed 2 zu starten, weil eben unser Hauptfokus dann auf Brotherhood liegen wird. Genau, hier der schicke Leuchtekreis ist übrigens unser Missionsstart. Das heißt, da starten wir jetzt. Da starten wir jetzt und ich laufe da jetzt einfach rein. Schönes Licht. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Rossi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Kennt der die? Mit denen da gesprochen hat? Ja, also sie sind gerade in Forli in der Romagne und die Frau ist sozusagen die Vorsteherin von dieser Stadt. Ah. Und von der hat er gerade die Kinder gerettet, also ich habe oder wir haben gerade die Kinder von der gerettet. Ihn kennen wir auch, ich habe nur vergessen, wer er ist. Okay, das ist nicht so wichtig. Aber jetzt muss er durch die Stadt und muss eben diesen Apfel finden. Das ist voll spannend, weil wir hatten es an anderer Stelle ja in unseren Vorbereitungen schon mit dem Apfel. Und der Apfel, der wird uns ja, glaube ich, öfters begegnen. Ne? Und ja, das ist ja eigentlich sogar ein biblisches Symbol, denken immer ganz viele. Aber eigentlich wird der Apfel nicht da genannt, wo wir es denken. Wir kommen da später nochmal drauf. Oder cool, jetzt haben wir hier Unangehörigen gesucht. Warum sind wir hier gesucht? Hallo, wir sind hier. Ah, nein, wir verstecken uns mal kurz. So einfach geht's. So einfach geht's einfach mal auf. Das ist so schön. Ich will das auch. Ich will mich manchmal auch unsichtbar machen. Es ist super. Das ist absolut großartig. Ah, toll, da können wir mehr machen. Ja, wir laufen da mal kurz weg. Das hätten wir nicht gefunden. Nein, aber wir wollen ja auch spielen. Genau, das Ding ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht warum. Nein. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Nein, aua, der hat mich gehauen. Moni hat mich gehauen. Ja, aber du kannst doch wehren. Ich dachte, das kann man im Spiel. Kann man auch nicht verhindern. Okay, wir wollen einfach irgendwo hinkommen, ne? Ja. Sie lokalisiert. Ja, den wollen wir. Aua. Okay, weißt du was? Okay, bitte auf. Dankeschön und tschüss. Okay, und jetzt reiten wir da wieder Heilige Martin. Ja, das ist so ein arme Pferd. Gottes arme Pferd. Au.
Können wir bitte. Aua, die hauen mich. Warum sind hier eigentlich so viele Waffen und warum ist hier eigentlich Sportgebiet? Ja, ey, weißt du, Pause zum Ziel. Sag ich mal, aber es geht nicht. Die halt. Nein, der rennt weg, Moni. Nein. Ja. Okay. Schade. Sehr schade. War der erste Versuch. Wir kriegen es besser hin. Mit Sicherheit kriegen wir es besser hin. Also du. Ich glaube, ich muss es auch eher so geheim machen. Ich glaube, ich darf nicht so an so vielen Wachen vorbeirennen, die mich aufhalten. Ja. Ich muss da eher sneaky sneaky vorgehen. Das ist wichtig. Also ich muss die ganzen Wachen auch nicht sehen. Ich habe es jetzt einmal gesehen. Ja. Achso, aber jetzt schlafen wir ja auch auf dem Dach. Das ist natürlich super smart. Und da sehen wir schon, dass wir voll in der schönen Toskana sind für alle Italien-Fans. Ich lieb's einfach so sehr. Schau mal, diese ja. Bäume. Die sind so schön. Ich bin keine Botanikerin, ich habe Theo studiert. Die sind so schön. Ohne Witz. Ich bin Gamerin bei mir starben Pflanzen generell. Mhm. Ich hab da einfach. Okay. So. Und jetzt verstecken wir uns da oben. Nee, wir verstecken uns nicht. Das Coole ist, wir haben spezielle Fähigkeiten als Assassin. Mhm. Wir haben hier so ein Adlerauge. Mhm. Da sehen wir gehighlightete Sachen. Also hier das Rote sind unsere Feinde. Und siehst du da hinten das Goldene? Ja. Das ist unser Ziel. Okay, und was ist da? Was suchen wir da jetzt? Wir müssen den irgendwie überwältigen. Okay. Und das Coole ist, wir sind immer noch Assassine. Ja. Und Assassine und Assassin's Creed können cool springen. Hui! Aber wir wissen jetzt nicht ganz genau, wer das ist. Doch, also der Gott. Und welche Rolle der hat. Doch, eigentlich schon, ich hab's nur vergessen. Okay. So. Ich glaube, das Pferd hat tatsächlich abgeschüttet. Aua. So, wenn wir jetzt smart sind. Nee, ich glaube, wir sind weiter am Pferd. Okay, das war smart. Das war smooth, gell? Mhm. Ich glaube, ich muss hier trotzdem ein Pferd mitnehmen. Ja. Ich glaube, irgendwie ist der schneller als ich. Ich verstehe nicht so ganz, warum. Au, au. Oh nein, da leide ich ja immer schon sehr mit. Ich auch. Also ich finde also Pferde eigentlich nicht so meine Lieblingstiere oder so. Du bist auch kein Pferdemensch, aber das macht aber so Lebewesen, also im echten Leben spüren die das halt. Hey, Dillit, du musst dir vom Pferd aus eine mitgeben. Okay. Hast du deine Beute wieder? War es das wert, so viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und sowas ist zum Beispiel das, was mich früher vom Gaming voll abgeschreckt hat. Ich bin ja so eine Schisserin und kann ja kein Blut sehen. Und das war der Grund echt, dass ich... Oh nein! Was passiert denn mit dem Ezio? Wir wurden gerade noch abgestochen. Okay. Mhm. Also, so der Satz in Assassin's Creed 2, also der Ezio Satz, der Quest der Departure. Also, genau, also, was irgendwie so, das ist so der Satz von ihm? Sagt er das oft, wenn er jemanden, oder immer wenn er jemanden umbringt. Das heißt, er hat noch ein bisschen Würde und weiß, dass er was gemacht hat. Also, das ist ja fürs Wissen, er ist nicht so ganz krass und netzelt alles ab, sondern er gibt immerhin den Menschen so die letzte Ruhe, das letzte Würde. Ja. Das ist ja voll im christlichen Sinne. Ich meine, nichts anderes. Ja. Beerdigung hat schon nochmal mehr Bedeutung, aber auch das. Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Nee, also Ezio ist tatsächlich einer mit sehr viel Gewissen, der eigentlich nur versucht, seine Familie irgendwie. Ja, aber wenn ich das halt so sehe, dieses Gemetzel hat für mich halt 0,0 Gewissen. Ja. Also, ja. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Der trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das ja auch brauchen.
Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Codex-Seiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Ja, flattert auch sehr gut. Ja, das ist ja auch sehr spannend, weil Ex-Mann, das ist ja auch ein Wort, das kannten die damals bestimmt nicht. Aber sie betont es so sehr, das heißt, es wird hier schon auch angedeutet, dass die nicht nur einen Mann oder eine Frau fürs Leben haben. Natürlich nicht. Zum Beispiel, das ist genau, ich meine, so viel habe ich ja auch schon gelernt. Ich musste direkt über Ex-Mann schmunzeln. Also, was tatsächlich bei Assassin's Creed auch ganz cool ist, du kriegst immer noch so ein paar Infos über Plätze und so. Jetzt muss ich nur schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Reparierte Erinnerung. Müssen wir da hin? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, okay. Aber der will ja jetzt so dieses Kloster. Ja, ich glaube, also hier die Ausrufezeichen sind dann unser, unser nächstes Ziel. Genau. Also Ziel, beziehungsweise wo wir halt hin müssen. Yeah. Jetzt war die hier schon wieder. Lasst mich doch bitte einfach. Geh halt runter vom Dach. Das finde ich immer noch so faszinierend, wie der klettern und springen kann. Das ist so. Es ist Ezio Auditore, Ezio kann alles. Wow, was für ein Mann. Ezio ist der Hammer. Ezio ist also, ich glaube, bis heute einfach der. Nee, vielleicht die populärste, aber. Das Assassin's. Der Assassin's Creed Charakter. Also, es gibt inzwischen ja super viele Assassin's Creed Teile. Durch ganz arg viele Epochen durch. Also, es gibt einen Assassin's Creed Teil in Griechenland, in Ägypten. Also durch ganz arg viele Zeiten durch. Aber irgendwie ist Ezio so der Assassin's Creed Charakter vom Gefühl her. Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung, kann das sein? Ich laufe absolut in die falsche Richtung. Wie komme ich eigentlich aus dieser Stadt wieder raus? Oben. Sehr gut. Aber um das mal einzuordnen, weil du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Epochen auch immer sind. Wir befinden uns in der Renaissance im 15. Jahrhundert, ne? Ja. Also genau ums 15. Jahrhundert rum. Und die Renaissance, die war gerade in Italien so riesig groß. Wo wir eben, also so ganz übersetzt ist Renaissance die ja wieder Rückbesinnung auf die Antike. Und hat er schon auch sehr viel geschaut, wer ist eigentlich der Mensch. Also es ging auch sehr viel dann um Naturwissenschaft tatsächlich schon. Ich weiß nicht, ob du auch die Darstellungen von Leonardo da Vinci und so kennst, wo der ja sehr detailliert den Menschen darstellt und so. Leonardo da Vinci taucht im Game auf. Genau, eben. Das müsste ja eigentlich in Florenz auch schon eine Rolle gespielt haben, oder? Also Leonardo taucht im Spiel auf und ist ein Kumpel von uns. Cool. Das ist auch ein guter. Dem begegnen wir auch in Brotherhood wieder. Also der kommt wieder. Ja. Genau, und tatsächlich auch sehr Leonardo-like. Also zumindest wurde er halt so dargestellt. Mit Erfindungen und super smart und so. Also weniger Kunst und mehr so dieses zum Beispiel, wie könnte der Mensch fliegen? Oder? Nee, genau, das ist er ja auch. Also wenn man Da Vinci hört, dann denken glaube alle immer erstmal an die Kunst. Ja. Aber eigentlich war er ein Wissenschaftler irgendwie auch. Also nicht Naturwissenschaftler in unserem Sinne heute. Aber da hat er wirklich sehr geschaut, wer ist eigentlich, also was macht diesen Menschen aus? Und nicht auf der philosophischen Ebene, irgendwie höheres Seinswesen oder so, sondern gerade auch Muskelsachen und was kann der Mensch körperlich auch? Ja. So, jetzt müssen wir diesen Mönch hier finden unter Mönchen. Na wunderbar. Wir verstecken uns mal zwischen anderen Mönchen. Wir können es nämlich super gut tarnen, weil hier sind nämlich Wachen. Aber wenn wir einfach in so einer Gruppe Mönche stehen, dann denken die so, ah ja, da gehört er schon zu. Ja, aber der hat keine Mönchsgruppe an. Darum geht's halt. Untergehen in der Masse. Okay, weil es fällt ja sofort auf, dass der jetzt hier nicht dazugehört. Ah, da hinten wir schon. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dieses Spiel ist halt einfach auch schon über 10 Jahre alt, gell? Also, das darf nicht. Ja, vor 10 Jahren wäre es aufgefallen. Ey, haben wir jetzt nicht einfach. Ach, oder? Ach, oh. Ehe. Achso, wir brauchen jetzt vielleicht mal ein Schwert kurz. Wenn du das hier überlegst, Friede sei mit euch.
Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein Ziel war? Dann haben wir noch Bruder Domenico. Aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. So, jetzt schauen wir, dass wir wieder rauskommen, ohne dass uns jemand erwischt. Das wäre jetzt auch richtig blöd, wenn wir jetzt scheitern, weil es uns erwischt, wie wir auf diesem Gelände chillen. Wunderbar, das ist auch noch vom Gelände. Ich finde es schön, weil da hat man voll gesehen, dass da ja auch irgendwelche Theologen bei der Spielentwicklung mit dabei waren. Hiermit geh in Frieden oder der Friede sei mit euch, was man ja auch aus dem Gottesdienst oder also prinzipiell sogar aus der Bibel kennt. Die hat sogar Jesus schon gesagt. Also, dass die das sich wirklich beraten lassen haben, beziehungsweise mitentwickelt haben. Genau, also das ist tatsächlich das Coole bei Assassin's Creed, dass sie das also bei allen Teilen haben. Dass sie schon drauf schauen, dass es nicht nur Humbug ist. So, ich bin Gamerin, wenn ich den Schatz hier muss ich mitnehmen. Ich finde Schätze toll! Muss ja mal kurz plündern. Die Schatzkisten leuchten so schön. Das ist schick, gell? Wo müssen wir eigentlich jetzt hin schon wieder? Genau, das ist wieder in die Stadt. Wir sind auf der falschen Seite vom Fluss. Aber Ezio kann ja auch schwimmen. Das ist richtig, aber Schwimmen ist, egal in welchem Spiel, immer anstrengend. Aber das Spezial, wir nehmen die Brücke. Ja. Wir nehmen die Brücke. Wir sind richtig anständig, zivilisiert, wir nehmen die Brücke. So wie jeder normale Mensch. Die Menschen da schauen auch ganz nett aus, haben immer das Schwert. Können wir übrigens beklauen. Oh, stimmt, da haben wir jetzt mehr Geld, gell? Ja, ich hab's so gerade nicht geschafft, weil ich gerade schnell unterwegs bin, aber warte mal. Ich bin gerade so doof zum Klauen. Das müssen wir üben. Also bei Rom ist ja schon dann bekannt dafür, dass die Touris beklaut werden. Da muss ich es dann können. Okay, üb das. Gut, wo taucht ihr denn her? Entschuldigung, ja, ich bin weg. Ich wollte euch nicht anrempeln, aber ihr seid da einfach aufgetaucht. Was soll das? Lass das. Ich geh ja schon. Schön hat er gesungen. Und der macht Kerbach. So, ja, das Witzige ist, zeig schon mal hier drin. Wir kommen da gerade nicht rein, weil da steht was davor. Ja. Steht mal davor. Da ziehst du die Schatztruhe im Hintergrund, gell? Ja. Da würde ich so jetzt nicht reinkommen. Weil der Wagen davor steht. Weil der Wagen davor steht. Aber, schau mal, hier haben wir so schicke Kurtisanen. Die lenken die Wachen jetzt. Ich kann die anheuern. Ah. Und dann sagen, lenk sie mal ab. Und die machen so. Hallo! Hola! Ja, dann könnt ihr da jetzt reinlaufen. So. Und die werben richtig, oh, das ist schon ein bisschen anzüglich, aber ich find's großartig, dass das halt auch damals genau so war und dass das jetzt so gemacht wird. Ja. Aber es ist super. Okay, jetzt müssen wir mal hier finden. Okay, hier ist unser grüner Bereich, also irgendwo. Oh, das ist die Kirche. Sieht mir direkt aus. Aber die Sankt Mercuriale. Bestimmt richtig ausgesprochen. Mit Sicherheit. Mein Italienisch lässt leider auch zu wünschen übrig. Mercuriale, uff, ist auf jeden Fall kein Heiliger. Das bedeutet irgendwas anderes. Das ist ja schon mal... Genau. Weil sonst, wenn die Kirchen nach irgendwelchen Heiligen benannt sind, wie zu 60% nach Maria. Aha, guck mal, da ist unser Ziel. Müssen wir den... Mit dem Reden? Ich frage mich, ob ihr mir. Teuflischer Dämon! Was hier von mir? Hier, entspann dich! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Was haben wir? Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was hat er getan? Musst du den einfahren? Ja. War da irgendwie schnell? Hast du den getötet? Nee, noch lebt er! Nein, weiß ich nicht. Ich töte nur die anderen töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Dann haben wir das wohl getan. Nun hört mir zu. Ja. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann?
Wir richten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Also spannend, weil wenn jemand ein Einsiedler-Dasein führen muss, klingt es so, der wurde versetzt. Der hat Bullshit gemacht. Also weiß ich nicht, ob das damals in den Klöstern, das ist mir jetzt gerade neu, dass die so versetzt werden, weil Einsiedler entscheiden sich ja für selbst, wer sie dann näher bei Gott sind. Bestimmt. Aber der, das klang ja jetzt wirklich nicht so, dass er sich dafür entschieden hätte. Sondern, dass die ihn einfach alle loshaben wollten. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Okay, falls du gerade kurz verwirrt bist. Also das erste Spiel, wir spielen nicht Ezio an sich. Sondern... Genau, also wir spielen nicht Ezio an sich, sondern wir spielen eigentlich Desmond. Desmond ist ein Urnachfahre von Ezio irgendwie. Und es gibt diese Firma Abstergo, die haben so einen Erinnerungsautomaten irgendwie mehr oder weniger entworfen. Und so durchsuchen die DNA nach Erinnerungsstücken, die man halt irgendwie mal übernommen hat. Genau, und Desmond erlebt sozusagen die Erinnerung von Ezio. Deswegen war gerade diese Stimme, hey Desmond, wir haben da die Erinnerung repariert. Genau, nur so. Ich würde aber sagen, wir steigen nächstes Mal wieder in Florenz ein. Das hätte ich auch vorgeschlagen und erkunden dann die wunderschöne Stadt Florenz. Ich freue mich schon. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von OMGG. Bis zum nächsten Mal. Ciao.